Hallo Mitspieler, mein Name ist Saloriot und ich begrüße euch zur 239. Episode dieses City Skyline Snowfall Let's Plays. Ja, der Irre hier an der Maus, der hat gerade hier dieses komplette Segment freiräumt, bis ins Industriegebiet, weil er hier neue Straßen bauen will. Die Rede ist übrigens von mir. Merkwürdig, dass ich so spreche gerade. Gut, okay. Gibt viel zu tun. Was haben wir gesagt? 245 ist der Abstand des nächsten Ringes. Schauen wir mal, ob das noch so hinhaut, ob ich mit richtig gemerkt habe. Wir haben noch die Rundung. Wir malen von hier 90 Grad. Ne, 345, oder? Ne, sind das 90 Grad? Ne, hier sind 90. 4, 5. Oh, waren das 5? Da bin ich nochmal kurz weggerutscht, glaube ich. 345. So, und jetzt heißt es hier oben den Andockpunkt finden. Das müsste er. Ein Stück Schiene im Weg, wa? Das ist ja nicht hier, müsste er sein. Ja, da ist noch ein Stück Schiene. Und zwar das hier, was in den Tunnel rinführt, wa? Ja. Noch einmal. Ansonsten sah der schon recht gut aus. 90. 345. Und dran. Ich muss ja das Spaltmaß kontrollieren, ob das alles so anständig aussieht. Ja. Okay. So, dann sind wir jetzt auf 358. Na, geben wir mal den 90. 358. So, was stört ihn? Park oder so? Nee, doch der Tunnel da. Okay. Können wir eigentlich auch von hier mal malen. 90. 3. 58. Hier ist der Andockpunkt ein bisschen leichter zu finden. Ah, und jetzt ist das Tramdepot im Weg. Ja, wo popp ich denn das jetzt ran? Dann brauche ich auch eine Straße, um das irgendwo ranzupacken. Einfach erstmal hier. Na komm, aus den Augen, aus dem Sinn. Aus dem Sinn. So, 358. Wir malen mal von der Seite, weil das auf der anderen Seite leichter ist anzudocken. Weil das ist ja doch ein ganz schönes Durcheinander hier. So, wo sind die 90? Da sind die 90. Wir haben 358. Katsching. Kleiner Check. Ich finde, die laufen schon recht parallel, ja. So, was haben wir als nächstes? 371. Die Abstände sind ja mal 13. So. ...90... ...371. Das Kraftwerk hier könnte im Weg sein. Ja. Ein Bingo. So, und unten links im Industriebereich könnten auch Parks im Weg sein. Gehst mal einfach hier hin. Boah, hier könnte man eigentlich dran vorbeikommen. Eigentlich. Schauen wir mal. No, 90 Grad. 371. Oh, 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 oh. Nochmal 370 nur. Besser. Und passt. Kleiner Tiefflug.
Ist, würde ich sagen, in Ordnung. So, aber dieser Park hier wird am Weg sein. Das sehe ich deutlich. Ne, den knallen wir weg. Bauen wir nachher einfach neu. Ich glaube, wir können es uns leisten. 384. Oder so. Ach, und ich habe hier die falsche Straße. Und muss ich wieder bei Alter setzen. Leute, sagt doch mal was. Ihr seht doch sowas alles. Und passt. Kontrolltiefflug. Ja. 3,97. Von hier bitte. Park. Ja. Und hier die Ecke stört, habe ich gerade noch gesehen. Park, welcher Park? Etwa er hier? Zeig mal, 12, 13. Ja, das könnte eng werden. Aber ich probiere nochmal, bin ja ein Ungläubiger. Fuck, jetzt denke ich, was war 3, 3, irgendwas 97 oder so? Man kriegt jetzt schon alt Jahre nicht mehr auf jeden Bild hier auf. Ja, kann nur irgendeine Parkgeschichte da unten sein. So, auf 90. 3,97 90, 3,97 90. Kleine Abstandskontrolle. So, er könnte beim nächsten Mal im Weg sein. Sind sicherlich im Weg. Den hier hatte ich mir als Abstandmesser gemacht. Der kann weg. Zur Sicherheit. Und hier sicherlich auch. Und hier. So, und sind es jetzt 410 oder so, oder? Wer braucht Natural Disasters, wenn er so einen Spieler wie mich an der Maus hat? Das sieht ja auch so ein bisschen aus wie nach einem Bombenangriff. Finde ich aber gut, scheint auch nicht zu funktionieren. Okay, dann fangen wir mal auf der Seite, auf der leichten Seite an, das hier alles wieder in Betrieb zu bringen. Und die Zwischenstraßen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und das wieder los. Aber können wir ja mittlerweile auch ganz gut.
Na, hallo. So, und das müsste ja dann eigentlich geradezu ranpassen. Da müssen wir noch ein wenig baggern. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Ja. Unten 180. Und die große Ersetzerei beginnt wieder hier. Passt alle recht gut. Die kleinen Pipi-Ecken macht er anständig. Und ich glaube, ich mach mal schnell den hier. Dann machen wir nämlich erstmal hinter uns. Wenn ich im Kopf hat, hat man normalerweise eine Bene oder eine Maus. Brücke ersetzen ist auch nicht so wichtig. Weil die Brücken werden ja eh wieder alle abgerissen. Der Rest hier ja auch nicht, das kommt ja dann am Ende auch wieder weg. So, weiter geht's mit dieser Straße. Ah, das wäre so cool, wenn ich hier die Straße anfangen könnte, einfach bis hierher ziehen, er macht automatisch die Kreuzung und ich könnte weglöschen, aber das geht ja leider nicht. Weil an der nächsten Straße ist ja dann immer schon wieder Feierabend und das ist natürlich doof. Zu knapp, sonst machen wir wieder doppelt und dreifach. Klappen. So, wir hätten gerne mit Schiene gebaut und haben unten 180 Grad, das heißt die Straße ist perfekt verlängert. Dann kommt wieder der hier. Oh, über eine gute Kreuzung, müssen wir nicht viel selber machen. Singt man gerade mal ein Loblied und kommt nicht mal über die erste Strophe. So. Oh. Und das sehe. Ich meine, ihr seht es auch, ne, dass der Bereich hier kleiner ist als der hier. Keuch. Schnell mal machen. Diese Straße komplett ersetzen. Ab hier. Ich glaube. Fände ich gut, soweit. Zack, Mitte mal bitte. Wo ist denn die Mitte schöner? Ungefähr hier so. Könnte man das annehmen? Ja. Bis hier. Mit Scheiße einrasten, das haut doch garantiert nicht hin.
wir müssen ein wenig weiter nach rechts da oben. Schneiden wir hier was ab. Grübel, grübel, grübel. Und dann machen wir es nochmal. Allerdings ohne Einrasten und mit ein wenig nach rechts. Na, hör mal auf jetzt. Okay. Probe. So, das ist ja jetzt praktisch bloß das Stück hier ab der Kreuzung. Das ist natürlich zum Messen ein wenig wenig. Könnte noch ein kleines Stückchen weiter nach rechts. So. Na, ich hätte dieses Stückchen hier von vornherein ein bisschen länger machen müssen. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen leichter gewesen. Zit. Glaube, das passt ein bisschen besser. Okay, gucken wir gar nicht so lange hin. Finden wir toll, finden wir super. Das wird nicht mehr geht und machen hier die Kerbe. Na, 180 da unten, das ist okay. Müssen wir uns ja jetzt praktisch noch weiter durchschlagen hier bis zur Autobahn. Ja. Na. Na gut, dann muss jetzt dieser Knickpunkt sein. Das Ding hier, das war mal direkt an dieser Straße dran. Uns mal Stück für Stück hier annähern. Na. Sind wir ja schon angekommen. So. So, dann heißt das jetzt eigentlich nur noch reparieren, oder? Na, die Kinder schreien. Finden sie alle gut. Kommen wir mit. Schnell weg. Hallo? Kleiner Ausflug, haben wir das aber auch gerichtet. Finde ich, ist eine gute Sache. Kick mal, und hier stimmt doch auch was nicht. Hier ist doch eine Delle nach oben. Na, wenn wir schon mal dabei sind, keksen wir uns hier richtig hinaus.
fast gerade. Ist das eine Biegung? Weil wir kommen mal von der anderen Seite. Da macht er dann eine Biegung nach oben. Machen wir es so. Gut, dann schmieren wir hier in die Lücken noch ein wenig bunte Farbe. Zick, zick, zick. Gucken rechts, gucken links. Ja, würde ich sagen, haben wir gut gemacht. Was hier mit T? Ach, diese Grundschule, die möchte auch noch versetzt werden. Na gut, sind wir mal nicht so. Kommst du dahin? Einige finden es gut und andere wiederum nicht. Tja, zu wem hätte ich damals als Kind gehört, wenn jemand mir eine Schule abgerissen hätte? Fragen über Fragen. Gut, wir machen an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung. Haben viel geschafft und müssen noch viel schaffen. Ja, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Episoden auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.